Ja, herzlich willkommen zum nächsten Vortrag, in dem es um eine Zeitreihenanalyse geht, um in Nordafrika besonders relevante Regionen aufzufinden in Bezug auf neuartige Krankheiten und wie das vonstatten geht, wie man da Fernerkundungsdaten analysiert, wird euch jetzt Markus Metz erzählen. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass tatsächlich zu dieser späten Stunde noch ein paar hierher gefunden haben. Bei dem Vortrag hier geht es vor allem um die Harmonisierung verschiedener Datensätze, Zeitreihen zur Modellierung von Ökoregionen eben in Nordafrika. Einmal kurz der Hintergrund von dieser Studie. Die Studie wurde im Rahmen eines BioH-Projektes Defining Ecoregions and Prototyping an EO-Based Vector-Borne Disease Surveillance System for North Africa durchgeführt und vor allem zusammen mit dem italienischen Istituto Zooprofilattico Sperimentale von Abruzzo und Molise in Teramo, Italien. Vor allem ging es hier um eine Risikoanalyse zur Optimierung entomologischer Überwachungsprogramme im Rahmen veterinärmedizinischer Fragestellungen, wo es auch konkret um Krankheitsüberträger und nicht nur um die Krankheiten ging. So etwas Ähnliches trifft auch auf Menschen zu, beziehungsweise Krankheiten, die auch Menschen befallen können. Auch diese wandern inzwischen aus Nordafrika und aus dem Nahen Osten so langsam nach Europa rüber. Das Ziel wären also, Ökoregionen in Nordafrika zu bestimmen, einigermaßen homogene Ökoregionen und dort dann genauere Maßnahmen zu treffen, um eben diese Krankheitsüberträger in den Griff zu bekommen. Nochmal kurz ein größerer Rahmen zurück. Wir haben ja heute auch schon relativ viel über Machine Learning und KI gehört. Einige sehr spannende Vorträge. Auch hier wurden diese Methoden angewendet, aber der Vortrag beschäftigt sich jetzt mehr mit den Input-Daten. Die müssen ja auch irgendwo herkommen. Und da geht es jetzt eben vor allem darum, wie man so Zeitreihen, heterogene Zeitreihen harmonisiert und was es da für Techniken und Methoden gibt, um diese zu erstellen. Konkret haben wir in diesem Projekt verschiedene Input-Datensätze benutzt, vor allem MODIS-Produkte. Einmal die Oberflächentemperatur, MODIS LST. In diesem Fall haben wir das Produkt genommen, das 1 Kilometer Auflösung räumlich und 8 Tage zeitliche Auflösung hat. Dann haben wir einen normierten, differenzierten Vegetationsindex genommen, NDVI, mit 250 Metern räumlicher Auflösung, 16 Tage zeitliche Auflösung. Und das war dann auch schon quasi unsere Referenz. Alle Datensätze sollten auf diese 250 Meter räumliche Auflösung und 16 Tage zeitliche Auflösung angepasst werden. Weiter haben wir dann noch einen normierten, differenzierten Wasserindex berechnet, und zwar aus der Surface Reflectance, dem Surface Reflectance Produkt von MODIS, das wiederum eine andere Auflösung hatte, eben 500 Meter räumlich, 8 Tage zeitlich und weiterhin Niederschlag. Das ist ein gemischter Datensatz gewesen, also der gemischt bedeutet, er hat sowohl Remote Sensing Eingangsdaten benutzt, als auch Observations, also Stationsdaten, der wiederum eine räumliche Auflösung von 4 Kilometern hatte, ziemlich anders als die Zielauflösung, dafür eine tägliche, zeitliche Auflösung. Und zum Schluss gab es noch was ganz Besonderes, Bodenfeuchte, das ist ein hoch abgeleitetes Produkt mit einer grässlichen Abkürzung, die ich später noch erklären werde, was dahinter steckt, mit 9 Kilometern räumlicher Auflösung und dafür 3 Stunden, weil es eine Reanalyse und ein Modell ist an zeitlicher Auflösung. Der komplette Ablauf in diesem ganzen Produkt war erstmal die Aufbereitung der Input-Daten. Das bestand im Fall der MODIS-Produkte aus dem Mosaikieren der verschiedenen Kacheln, die unser Studiengebiet abdecken. Das musste dann wurde in eine Geodatenbank importiert. Da es sich um
Fernerkundungsbeobachtungen handelte in einer Zeitreihe, mussten da auch Lücken gefüllt werden, damit wir einen durchgängigen Datensatz bekommen. Da werde ich dann ein bisschen genauer drauf eingehen, wie, welche Methoden es gibt und wir angewendet haben, um diese Lücken in den Zeitreihen zu füllen. Dann wurde alles auf ein einheitliches Koordinatenreferenzsystem umprojiziert. Falls notwendig, wurde auch noch räumliches Resampling durchgeführt. Bin in der Reihenfolge durcheinander gekommen, habe meine eigenen Pfeile hier nicht mehr erkannt. Entschuldigung. Zuerst kam natürlich die zeitliche Aggregierung. Wir wollten so schnell wie möglich den Datensatz eben eindampfen, die Größe, um dann die Prozessierung auch möglichst zügig durchführen zu können. Am Schluss wurde dann nochmal genau auf das Studiengebiet zugeschnitten und die Ergebnisse wurden als GeoTIFF exportiert. Diese Ergebnisse wurden dann wiederum in die eigentliche Modellierung der Ökoregionen eingefüttert und diese wurde mit einer unüberwachten Klassifizierung durchgeführt, ein sogenanntes SuperSOM. SOM steht in dem Fall für Self-Organizing Maps. Das geht schon Richtung künstliche Intelligenz mit einem einfachen neuronalen Netz, wobei hier eben keine Klassen vorgegeben werden. Diese Methode soll, wie der Name schon sagt, sich selbst organisieren und eine gegebene Anzahl von Klassen herausfinden oder bestimmen, für die man dann wiederum im Nachhinein festlegen muss, welche Art von Ökoregion diese darstellen. In dem Vortrag geht es dann eben, wie gesagt, um den Teil der Aufbereitung vor dieser eigentlichen Modellierung, weil das eben auch wichtig ist. Bei Machine Learning und KI-Modellen spielt die Qualität der Inputdaten natürlich eine sehr große Rolle. Wenn da irgendwelche Fehler passieren oder die Qualität nicht so ganz gut ist, dann kann einem das ganze Modell um die Ohren fliegen und man darf dann wieder von vorne anfangen, was manchmal extrem zeitaufwendig ist. Bei dieser Harmonisierung war eben das Ziel, eine räumliche Abdeckung von Nordafrika und dem Nahen Osten zu bekommen, so wie ich das am Anfang gezeigt habe. Ich werde das im Nachhinein noch oder jetzt im Laufe des Vortrags noch öfter mal zeigen. Wie gesagt, wollten wir für alle Datensätze eine räumliche Auflösung von 250 Metern beziehungsweise 7,5 Bogensekunden bekommen. Das war eben unser Ziel, Koordinatenreferenzsystem, WGS84 mit Längen- und Breitengraden. Die zeitliche Abdeckung betrug für alle Datensätze in diesem Projekt 2018 bis einschließlich 2022, also 2018 bis 2022. Die zeitliche Auflösung sollte 16 Tage betragen. Und wie schon erwähnt, das Koordinatenreferenzsystem sollte am Schluss für alle Datensätze eben EPSG 4326 sein. Dazu vielleicht noch ganz kurz, diese MODIS-Produkte, die kommen in einer etwas ungewöhnlichen Projektion, nennt sich MODIS-Sinusoidal. Und die mussten eben umprojiziert werden. Da werde ich dann jetzt auch kurz noch drauf eingehen. Was wir hier vor allem machen mussten, weil wir viele oder mehrere Datensätze hatten, die eben nicht diese 250 Meter Zielauflösung hatten, mussten wir auch räumliches Resampling machen. Da gibt es verschiedene Methoden. Ich habe die hier mal in zwei Klassen zusammengefasst. Ohne zusätzliche Daten gibt es die einfacheren Methoden, Linear, Cubic, Langzor, Spline, Interpolation. Dann gibt es noch andere Methoden wie ein Moving Window mit einem Filter, zum Beispiel einer Gausskurve oder ein Hamming oder Hen Window. Oder IDW für Inverse Distance Weighing, das kann man auch benutzen, um eben die räumliche Auflösung zu erhöhen. Besser wird das alles, wenn man noch zusätzliche hochaufgelöste Hilfsdaten hat, die in irgendeiner Form etwas mit unserem eigentlichen Datensatz zu tun haben. Dann kann man eine Technik anwenden, Image Fusion zum Beispiel. Hier sind zwei einfache Formeln, a minus b plus b ist logischerweise a. Wenn man da jetzt noch ein bisschen räumliche Funktionalität drüber kippt, dann wäre a minus b eben die Differenz, die dann interpoliert wird, die niedrig aufgelöste Differenz, die mit einer der oberen Methoden interpoliert werden kann. Wenn man darauf wieder das hochaufgelöste Ergebnis, die hochaufgelöste Referenz drauf addiert, bekommt man am Schluss tatsächlich
eine hochaufgelöste Version von A, wo quasi das räumliche Detail von B eingebrannt ist. Oder eben die Proportion, wenn man A geteilt durch B mal B macht. Eine andere Möglichkeit wäre auch die Interpolation von Residuen und einer Regression, wenn man eben in der Lage ist oder einen Datensatz hat, wo man den gewünschten Parameter mit irgendwelchen anderen erklärenden Variablen sehr gut vorhersagen kann. Das Beispiel hier ist ein Langzoss-Filter, einmal der Ordnung 2 und einmal der Ordnung 3. Da sieht man auch schon ein kleines bisschen, das ist ein extremeres Beispiel aus den oberen Interpolationsmethoden. Dadurch, dass die Gewichtungen teilweise ins Negative gehen, muss man hier ein bisschen aufpassen, dass man keine Overshoots bekommt. Das heißt, bei der Interpolation können die Ergebnisse den Wertebereich der Inputdaten verlassen, also darüber hinaus oder nach unten abschießen, und das ist nicht immer erwünscht. Man möchte zum Beispiel keinen negativen Regenfall bekommen, das macht eben keinen Sinn. Die ganze Prozessierung für diese Harmonisierung haben wir mit GRASGIS durchgeführt. Das wurde auch schon ein paar Mal erwähnt auf dieser Konferenz und natürlich auf früheren Versionen dieser Konferenz. Und ja, ich werde dann im Weiteren die einzelnen Module, die wir von GRASGIS verwendet haben, zu dem jeweiligen Schritt auch kurz erwähnen. Ich werde am Beispiel der Oberflächentemperatur das einmal etwas genauer erklären, der ganze Ablauf der Harmonisierung, den wir hier durchgeführt haben, und bei den anderen Parametern dann etwas schneller durchgehen, weil sich dann eben auch vieles wiederholt, aber hier einmal etwas genauer. Die Oberflächentemperatur ist eben rein mit Remote Sensing aufgenommen von MODIS. Das heißt, wir haben hier Wolken, die entfernt werden müssen. Diese entfernten Wolken reißen natürlich Lücken in unseren Datensatz. Diese müssen gefüllt werden. Dann müssen wir noch die zeitliche Auflösung von 8 Tage auf 16 Tage verringern. Das ist in dem Fall einfach. Wir bilden einfach den Durchschnitt. Das ist eine zeitliche Aggregierung. Andersrum, wenn wir von einer gröberen zeitlichen Auflösung auf eine feinere gehen wollten, dann müssten wir etwas mächtigere Werkzeuge benutzen, zum Beispiel Kurvenanpassung über eine kleine Zeitreihe und dann mit der angepassten Kurve eben die Zeitreihe sozusagen verdichten. Aber das war in dem Fall hier bei uns nicht notwendig. Dann haben wir den Datensatz noch umprojiziert und beim Umprojizieren gleichzeitig ein Resampling von einem Kilometer auf 7,5 Bogensekunden vorgenommen. Der Unterschied war in der räumlichen Auflösung war jetzt nicht so groß, deswegen konnte man das on the fly in einem Schritt machen. Zusätzlich wurde noch eine Fourier-Transformation durchgeführt über die Zeitreihe der Oberflächentemperaturen für jedes Jahr separat. Das war auch notwendig für das Modell, das dann später die Ökoregion definiert hat. Bei dieser Fourier-Transformation, das war eine vereinfachte, wurde die Amplitude und die Phase der einer Grundfrequenz und der ersten zwei harmonischen, das wären dann eben die insgesamt drei Frequenzen, bestimmt, und die sind dann auch in das Modell eingeflossen. Das war, in diesem Fall haben wir, da die Temperatur einen jährlichen konstanten Zyklus aufweist, ein Jahr als Grundfrequenz genommen und dann eben noch zwei Frequenzen drüber, zwei harmonische drüber, wobei die erste harmonische eben zwei Zyklen pro Jahr aufweisen würde. Das wird auch gleich noch etwas veranschaulicht. Ein Beispiel für Wolken. In dem Fall war das Studiengebiet recht gnädig mit uns. In Nordafrika gibt es normalerweise nicht so wahnsinnig viele Wolken, nur sehr selten. Das ist jetzt ein Bereich hier Marokko, Algerien, Tunesien, in dem dann doch ab und zu mal Wolken aufgetaucht sind. Das sind die weißen Flecken und die mussten wir füllen. Dafür haben wir dann auch eine Harmonic Analysis of Time Series, kurz HANS, genommen. Die ist ursprünglich eigentlich für Vegetationsindizes entwickelt worden, passt aber auch ganz gut auf Temperaturzeit rein. Und das GRASGIS-Modul, das wir hier verwendet haben, wäre R-HANS. Die
blauen Punkte zeigen die tatsächlichen Beobachtungen und die rote Linie ist dann quasi die angepasste Kurve. Wir haben hier zur Anpassung ein paar mehr harmonische genommen, um eben auch so kleine Schwankungen wie diese hier, diese Delle oder sowas hier einigermaßen abbilden zu können. Noch ein kurzer Hinweis, bei diesen Oberflächentemperaturen, die eben mit Satelliten aufgenommen werden, haben wir normalerweise Ausreißer nach unten, weil immer noch im Zweifelsfall Wolken aufgenommen, die Wolkenoberfläche aufgenommen wird, gemessen wird und nicht der Boden. Deswegen werden hier eher Ausreißer nach unten rausgeworfen oder ignoriert als Ausreißer nach oben. Für die Interpolation im Raum haben wir dann ein Moving Window mit einem Gauss-Kernel benutzt, das eben über das Studiengebiet quasi rübergewandert ist. Das GRASS-Modul dazu heißt ARESARM-Filter und haben da ein relativ scharfes Fenster benutzt, sodass die Werte des Fokuspixels auch möglichst gut erhalten blieben, wenn keine Wolkenlücken vorhanden waren. Die letzten Schritte waren dann die zeitliche Aggregierung von 8 auf 16 Tagen mit dem GRASS-Modul R-Series und eben noch die Umprojektion von 1 Kilometer auf 7,5 Bogensekunden. Hier einmal ein Beispiel Modis sinusoidal mit noch dem, Entschuldigung, einem Kilometer. Und umprojiziert, wie man sieht, sieht man keine großen Unterschiede. Das war auch genauso beabsichtigt, weil der Unterschied in den Auflösungen eben nicht so gravierend ist. Für den Vegetationsindex mussten wir die räumliche und zeitliche Auflösung nicht anpassen. Die haben schon gepasst. Es war also nur Umprojektion notwendig. Auch ein Beispiel hier, das Studiengebiet war auch ja eben größtenteils sehr homogen, da ist praktisch nichts gewachsen, außer eben an den Küstenstreifen und im Nildelta und im Niltal. Für diesen normierten differenzierten Wasserindex haben wir die Variante genommen, die ein Indikator für den Wassergehalt in Blättern der Vegetation ist, also nahes Infrarot und Shortwave Infrared. Hier mussten wir eine zeitliche Aggregierung durchführen von 8 auf 16 Tagen und noch ein räumliches Resampling von 500 auf 200 Metern. Auch das haben wir on the fly bei der Umprojektion durchgeführt. Bei Niederschlag haben wir die zeitliche Aggregierung von einem Tag auf 16 Tagen wieder mit dem GRASS-GIS-Modul R-Series durchgeführt, räumliches Resampling von 4 Kilometern auf 250 Metern, dann auch mit dem Modul R-Resamp-Filter, das ich schon vorgestellt habe, weil der Sprung hier etwas größer war, haben wir das nicht on the fly bei der Umprojektion gemacht. Außerdem war keine Umprojektion notwendig, weil der Niederschlag eben schon in EPSG 4326 vorlag. Die Bodenfeuchte äquivalent, auch hier zeitliche Aggregierung, einfach Zusammenfassung, in dem Fall Durchschnitt mit dem Modul R-Series. Räumliches Resampling war jetzt hier etwas heftiger, von 9 Kilometern auf 250 Metern, der Sprung ist relativ groß. Ich hätte gerne noch zusätzliche oder erklärende Variablen genommen, aber ich habe leider nichts genommen, was tatsächlich ganz gut mit dieser Bodenfeuchte zusammenpasst an anderen Parametern, deswegen dieses Modul R-Resamp-Filter ohne ausgefallenere Methoden. Am Schluss dann wieder die, wie am Anfang erwähnte, unüberwachte Klassifikation, wo das alles reingekippt wurde, diese Self-Organizing Maps und die, das Ergebnis dann die verschiedenen Ökoregionen, die dann weiter analysiert wurden, um das entomologische Monitoring zu optimieren. Nochmal kurz zum Vergleich. Eine frühere Studie, auch von dem gleichen Institut in Italien, hat sowas Ähnliches schon für Italien durchgeführt. Das ist jetzt offensichtlich nicht maßstabsgetreu. Und in Italien sah das schon alles etwas bunter und vielfältiger aus, weil einfach Italien nicht Nordafrika ist, sondern ja, in der Mitte den Gebirgszug hat, dann gibt es die Po-Ebene, Sizilien und Apulien sieht man hier, sind relativ ähnlich. Dann noch Sardinien
Und ja, im Vergleich dazu ist da Nordafrika wenig überraschend, vor allem sehr trocken und eine Wüste. Und da sind aber trotzdem diese kleinen Gebiete hier, das Nildelta vor allem und auch dieser Küstenstreifen und auch der Nahe Osten, wichtig als, sagen wir mal, Startgebiete von Krankheitsüberträgern aus diesen Gebieten in das südliche Europa, von wo aus sich die Krankheiten dann weiter ausbreiten können. Was auch an sich nichts Neues ist, das gibt es, ist schon auch für auf Menschen übertragene Krankheiten wie Denguefieber und so weiter nachgewiesen, dass das seit mindestens 15 Jahren erfolgreich stattfindet, dieser Sprung. Damit wäre ich auch schon fertig und freue mich auf Fragen und Anregungen. Ja, vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Online ist jetzt gerade eine Frage reingekommen. Ach guck, oh, noch eine, super. Wie groß sind die Datenmengen, die in dem Projekt verarbeitet wurden und wo wurden diese gespeichert? Ui. Die Datenmenge war jetzt überschaubar groß, was vor allem daran lag, dass es nur die Jahre 2018 bis 2022 waren. Die ganzen Datensätze decken eigentlich einen größeren zeitlichen Zeitraum ab. Und das waren komprimiert irgendwas unter 100 Gigabyte. Ich weiß es nicht mehr genau, was wir dann am Ende produziert haben. Die Rohdaten kann ich nicht sagen, wie groß das wirklich war, weil wir eben versucht haben, das möglichst schnell einzudampfen. Das hängt dann einfach von der Downloadgeschwindigkeit ab. Und wir haben das auf unseren Servern gerechnet. Und dazu auch ein Ablagesystem, das deutlich genug Platz hat, sodass man solche Projekte parallel rechnen kann. Ja. Und das waren dann GeoTIFF-Dateien auf der Festplatte oder habt ihr eine Datenbank benutzt? Da müsste ich jetzt ein bisschen tiefer in GrassGIS einsteigen. Ganz kurz, GrassGIS hat sein eigenes quasi natives Rasterformat, das auch intern Komprimierung benutzt. Es ist grob vergleichbar mit GeoTIFF im Speicherplatzbedarf. Alles klar. Dann kam noch eine Frage, welche Anzahl an Klassen habt ihr getestet und warum habt ihr euch für diese Anzahl an Klassen entschieden? Diese Frage müsste ich jetzt tatsächlich an das italienische Institut für Veterinärmedizin weiterleiten. Ich glaube, es waren so um die 12 Klassen, kann ich aber nicht genau sagen, weil wir auch selbst als Mundiales mit dem Teil, wie gesagt, nicht mehr viel zu tun hatten. Aber aus meiner Erfahrung, ja, also 12 wäre so das Maximum. Wir haben ja gesehen, dass die ganze Gegend nicht sehr heterogen ist und wenn man zu viele Klassen benutzt, gerade bei dieser unüberwachten Klassifikation, bekommt man Klassen, die nicht mehr scharf getrennt sind. Da gibt es dann zu viele fließende Übergänge. Ja, okay, danke. Und eine letzte Frage kam gerade noch last minute rein. Läuft das Projekt noch? Also wird das für einen längeren Zeitraum jetzt weiter betrachtet oder ist das Projekt beendet? Das Projekt war jetzt erstmal eine einmalige Studie, eben für diesen Zeitraum. Das lag auch an der Art des Projektes. Dieses WOAH-Projekt wurde nur befristet finanziert, wobei das Institut natürlich Interesse daran hat, das weiterzuführen, eben auch mit Hinblick auf Klimawandel. Diese Ökoregionen, die jetzt hier modelliert wurden, die gibt es in dieser Form in 5 Jahren wahrscheinlich nicht mehr. Spätestens in 10 Jahren garantiert nicht mehr. Die werden sich sehr verschoben haben. Und dann müsste man das eigentlich nochmal neu machen. Gut. Gibt es hier in der Audienz noch eine Frage? Eine Minute haben wir noch. Ich sehe nichts. Alles klar. Dann nochmal vielen Dank für den Vortrag.